Herzlich willkommen auf gutscheinmagazin.de. Wir wollen euch heute die Anwendung vom Neandertal-Museum vorstellen. Und man bekommt mit dieser Anwendung hier, die es übrigens kostenlos gibt, ziemlich viele Funktionen. Man kann sich hier zum Beispiel als erstes die Besucherinfos anschauen. Hier geht es zum Beispiel rund um die Anreise, ums Parken, Zeiten und Eintritt und auch um die FHQ. Zum Beispiel hier bei Zeiten und Eintritt bekommt man dann angezeigt, ja, dass es zum Beispiel von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist. Und auch noch einiges mehr. Die Eintrittspreise sind natürlich auch interessant für Erwachsene, für Kinder, falls es Reduzierungen gibt und so weiter. Das sind eigentlich so die Infos. Beim Parken läuft das ähnlich ab. Es gibt hier auf der nächsten Seite ein Programm. Hier kann man zum Beispiel sich anschauen, welche Dauerausstellungen es gibt, also welche Ausstellungen dort immer verfügbar sind oder auch welche Sonderausstellungen es gibt. Da kann man dann dementsprechend anreisen und sich das dort im jeweiligen begrenzten Zeitraum anschauen. Es gibt hier zum Beispiel auch die kommenden Ausstellungen, die kommenden Sonderausstellungen. Also was kommt denn als nächstes, was kommt danach? Zum Beispiel, nachdem die hier zu Ende ist, geht es dann auch direkt am 23. November weiter. Und da gibt es dann zum Beispiel eine Ausstellung über Mumien, die Reise in die Unsterblichkeit. Zusätzlich gibt es hier in der Mitte noch den Reiter Location. Hier kann man zum Beispiel einige Sachen abrufen. Zum Beispiel die Fundstelle hier. Aber auch Freizeitaktivitäten lassen sich hier abrufen, also was ist wo, Spielplatz, Minigolf, das wird hier alles angezeigt. Und zusätzlich noch die Gastronomie, die es dort auch gibt. Museumscafé ist mit dabei, Neandertal-Kiosk und auch hierzu dann jeweils die Öffnungszeiten. Es gibt hier auch einen Bereich Audio, den ich ziemlich cool finde, denn es gibt hier einen Audiobereich, man kann sich hier zum Beispiel einiges anhören. Und dafür muss man nicht mal extra bezahlen. Also man bekommt hier zum Beispiel, ja, wieder auf Dauerausstellung diese einzelnen Tracks, diese einzelnen Dateien angezeigt und kann sich die ziemlich gut abhören. Das ist eine gute Sache, auch nur das, was man möchte, sage ich mal so. Und das funktioniert auch nochmal für Kinder, für die Fundstelle und für den Kunstweg. Auf jeden Fall eine tolle Sache, dass das hier so, ja, neuartig in der Anwendung angezeigt wird. Auf der letzten Seite Social gibt es da noch eine Verknüpfung zum Newsletter, den man bestellen kann. Man kann das Ganze weiterempfehlen oder auch die Facebook-Seite begrüßen. Das ist die Anwendung vom Neandertal-Museum. Wir finden die auf jeden Fall ziemlich gut, ist ziemlich fortschrittlich, sage ich mal, auch mit dem Audio-Guide, was eigentlich auch so die beste Funktion hier ist. Und das gibt von uns auf jeden Fall für jeden Besucher oder für jeden, der mal vorhat, dorthin zu reisen, eine große Download-Empfehlung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.